finde das Büro von Le Fleur. Okay, wir interagieren. Oh oh. Stimmt mit dem Typen nicht. Verschwinde hier. Hallo? Ah! Willst du nie aufsetzen? Das ist prima. Das ist wunderbar. Nein, 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 nein. Nein, ich verstehe. Herr Liebling, ich verstehe, aber ich kann nicht. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja gut. Nein, okay, okay, lass sie schnell ran. Nein, 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 ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib Mama einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette. Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich lieg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja, Küsschen, Küsschen und süße Träume, okay? Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Was nun? Was? Warum soll ich denn jetzt nach draußen tragen? Ach, der ist tot. Warum ist der denn tot? Irgendwas passiert jetzt. Ist noch ein anderer Weg? Nein. Oder? Ist das offen, der Zaun? Der ist nicht offen. Scheiße. Trage de Pleur zum Fahrzeug. Ist er jetzt tot nur durch eine Kopfnuss? Will immer ein komischer Tod. Naja, gut. Darf ich denn entdeckt werden? Warte, noch nicht. Tötet den Kerl. Ich reiß dich auseinander. Komm. Ah, jetzt haben wir dich. Warte, noch nicht. Packt ihn. Warte mal. Da kann man gar nicht her. Wo bist du hin? Hey!
Ich werde dir auch. Alter Vater, jetzt kann ich den ganzen scheiß Typen hier hergetragen. Und warum? Wir nehmen's mit jedem auf! Ich mach mich nach oben! Geht klar! Nicht! Nein! Los geht's! Macht schneller! Hört erst auf, wartet, wenn sie tot sind! Den hole ich mir! wie einfach. Irgendwann krieg ich dich noch, Gale! Sneaky an den Gale. An den vorbei. Ach du Scheiße! Komm nur raus! Ich finde Schiss dich doch! Gale. Ist eben doch ein echter Amerikaner! Nicht nachlassen! Scheiß die Wand. Umzingel die! Weiter Druck machen! Rücke vor! Schnell! Das schaffen wir! Die Waffe von ihm nehmen? Scheiße! Er kann da nicht ewig drin bleiben! Hol ihn! Nicht gut! Nicht gut! Warte! Verdammt nochmal! Du bist... Oh ja, nimm du die Waffe. Du verdienst es nicht zu leben. Warte. Oh ja, ich weiß. Komm, ist nicht. So. Weiter geht's, Junge. Der ist wirklich tot. Ich habe ihm gar nichts getan, das ist das Schlimme. Eigentlich. Aber gut. Ja, schönes Dörfchen, wo ich jetzt gerade war. Legeglippe in dem Kofferraum, ey. Der ist wirklich tot. Okay, jetzt ganz schnell weg. Und Musik mal ausmachen, weil ich glaube, das ist jetzt scheiße. Warum machst du das? Nein, ich habe keine Patronen mehr. Nur lässt dich grüßen. Alter, warum kommt denn diese Musik? Ah, das war der Typ an dem Tisch von Pergamin. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war der Typ, ja. Ich fällt jetzt wieder ein, weil ich dachte mir gerade so nach. Denk so, aber jetzt wird geschredet. Oh, oh. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte, bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian, Arsche. Ashley, Ashley, Baby, Daddy ist hier. Oh, oh. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Das heißt nichts Gutes, ja? Überhaupt nichts Gutes. Um genau zu sein.
Alter, statt der Schmerzen habe ich beendet. Hier ist irgendwo ein Poster. Ein Poster. Vielleicht hier. So. Okay, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Was jetzt als nächstes dran wäre, da wieder. Oder haben wir irgendwo wieder eine Mission, die ich nicht erkennen kann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da ist eine. Aber, jetzt kommt das Aber, ja? Ich mache aber jetzt mal eine Aberpause, weil ich ja, einfach mal gucken möchte. Ich war jetzt zuerst in Amerika. Ich habe die Schwari gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu besuchen. Nicht nach all den Jahren. Solche Entscheidung bereut man immer, wenn die Leute sterben, nicht? Jedenfalls war ich mit Depleur dort, oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um seine Familie und seine... Ja. Sehr interessant, was du mir so da berichten möchtest. ...andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul, den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freute. Wir gingen zu einer Schulaufführung seiner Tochter und da war sie. Ashley, das Licht seines Lebens. Er hatte Tränen in den Augen, so stolz, so voller Liebe war er. Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich die Schwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier im Sucher sehe und jeden wertvollen Moment festhalte? Es trifft einen immer, wenn es zu spät ist, AJ. Immer, wenn es zu spät ist. Leck mich am Arsch, pass doch auf! Das stimmt. Na gut, leck mich am Arsch, sage ich jetzt nicht. Aber ich sage, wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Far Cry 4. Und wir werden dann halt den goldenen Pfad weitermachen und dann das noch machen, das noch machen, das noch machen. Jetzt läuft langsam wieder so die Story ins Rollen. Weil ich dachte mir so, am Anfang so, also mittendrin so, eigentlich so, ja, scheiße, Alter, wo ist denn jetzt eigentlich die Story? Die brauchen wir doch mal. Und jetzt geht's aber weiter und ich bin froh und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Mission. Und wie gesagt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!